Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom FIDECHESS.com Grand Suisse in Riga. Für die deutschen Spieler läuft es weiterhin sehr gut. Alexander Donchenko, Vincent Keimer, Matthias Blübaum und Dimitri Kollas haben alle 300 Punkte nach sechs Runden. Alle im Elo Plus, weil sie fast durchgehend gegen stärkere Gegner gespielt haben. Bei den Frauen noch besser, Elisabeth Paetz, 400 Punkte nach sechs Runden und damit liegt sie sogar auf dem geteilten zweiten Platz bis sechsten Platz, glaube ich. Hat also gute Chancen, um den Turniersieg zu spielen. Noch fünf Runden sind zu spielen. Im folgenden Video werde ich aber eine Partie zeigen zwischen Maxim Vachela Graf und Pavel Ponkratov. Maxim Vachela Graf, einer der Top-Favoriten im Open, der französische Weltklasse-Großmeister. Und dieses Video schließt sich nahtlos an an das Video von gestern, denn ich habe ja gestern eine schöne Variante gezeigt in der französischen Verteidigung, die kreuzgefährlich ist für den Schwarzspieler. Und heute setze ich da an, weil genau diese Variante wurde hier gespielt. Gehen wir direkt rein. E4, E6, französische Verteidigung, D4, D5, E5, die Vorstoßvariante. C5, C3. Das sind die normalen Züge hier. Weiß bekommt Raumvorteil im Zentrum durch den Bauern auf E5 und möchte natürlich seine Kette erstmal hier intakt halten. Schwarz attackiert mit Springer C6 nach Springer F3 und Dame B6 standardmäßig den Bauern D4 mit voller Kraft. Und die Dame übt auch Druck aus gegen den Bauern B2. Ich hatte schon im gestrigen Video gesagt, dass hier A3 der Hauptzug ist mit der Idee B4. Ähm, Maxim Berscheler Graf wählte jetzt hier bei Läufer D3. Und das ist im Moment so wirklich ein ganz heißes Ding hier, dieses Läufer D3. Jahrelang wurde das eigentlich nicht gespielt, weil es die ähm, Deckung des Bauern D4 vernachlässigt. Und hier ist C-D4 der Hauptzug und Pongkartoff nimmt hier raus. Gestern hatte ich gezeigt diese Variante hier: Läufer D7, D-C5, Läufer-C5, kurze Rochade. Und hier stellen 11.000 Spieler. Den Läufer auf C5 ein. Wie sie das genau machen, könnt ihr in meinem Video sehen. 11.000 Spieler stellen diesen Läufer ein. Eröffnungsfalle in der französischen Verteidigung. Die Top-Leute wissen aber, dass C-D4 hier der bessere Zug ist. Und jetzt kommt hier Rochard. Wir opfern den Bauern mit Weiß. Das ist die Idee. Im Übrigen, ähm, C-D4 ist nicht so gut wegen Läufer D7. Erstmal die Diagonale decken, damit dieses Läufer B5 Schach am Ende nicht funktioniert. Rochade, Springer schlicht D4. Dieses Gambit ist nicht gut. Ähm, das hatte ich gestern schon in dem Video erwähnt, das Milner-Berry-Gambit. Das ist eine alte Kamelle. Sollte man eher nicht spielen. Aber Rochade, das ist ein ganz heißer Scheiß gerade. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber es ist wirklich so. Und ähm, es geht hier weiter mit d7. Ich hatte gestern schon erwähnt, glaube ich, dass D schlägt C3, Springer schlicht C3 aus schwarzer Sicht nicht, nicht äh, logisch ist, weil es direkt. Den weißen Springer ins Spiel bringt. Hier geht es darum, wirklich. Ähm, wir haben ja mit Schwarz erstmal einen Bauern mehr, das reicht uns. Und wir sagen, okay, weißt du bist jetzt dran hier, weise deine Kompensation nach. Jetzt, wie gesagt, kein Clich-D4, sondern Turm 1. Das ist die sogenannte Hector-Variante, super gefährlich gegen Französisch. Ähm, ich hatte schon letztes Jahr. Eine Partie analysiert auf dem Kanal und zwar ging es da weiter mit Springer A6. Das war eine Partie zwischen Rauf Mammedorf und Matthias Blübaum im Rahmen der ähm, Magnus Carlsen Chess Tour, also eine Online-Partie, Rapid-Partie. Könnt ihr euch gerne anschauen. Hatte damals weiß auch ähm, super fix gewonnen. Ich habe diese Variante hier sehr ausführlich analysiert, also sehr ausführlich analysiert ähm, für meine Patrons. Diejenigen, die mich auf der Seite Patreon unterstützen. Und das war mein Eröffnungsbeitrag im Monat Oktober. Ne? Wir haben jetzt Anfang November. Ist gerade abgelaufen. Da hatte ich genau diese Variante sehr ausführlich analysiert. Wer sich dafür interessiert, gerne ähm, bei Patreon nachschauen. Das ist Level 3 dort. Ne? Ähm, wenn ihr mich dort auch supporten möchtet. Dann könnt ihr auch viele, viele andere Eröffnungsvideos ähm, freischalten dort. So machen wir hier weiter. Ponglatov setzt fort mit Springer g7. Der Zug ist logisch. Schwarz möchte Springer g6 spielen. Läufer e7 und kurze Rochade. Weiß antizipiert das und spielt hier h4. Starker Zug. Die Idee ist nach Springer g6. Spielen wir h5 und drängen den Springer wieder zurück. Also wir verhindern so ein bisschen die schwarzen äh, Pläne. Hier gibt es mehrere Züge für, für Schwarz. Turm C8 wurde in der Praxis gespielt, einfach um ähm, den Darmflügel erstmal zu entwickeln. Wenn wir schon am Königsflügel nicht vorwärts kommen, sagt, äh, sagen die schwarzen Spieler, dann entwickeln sie halt den, den Damenflügel. Ja, mit solchen Ideen auch. Eine weitere, ein weiterer logischer Zug ist A6 hier. Nützliche Abwartezüge. Ponkratow Wild H6, das wurde auch am häufigsten gespielt in der Praxis. Und H6 ist einerseits ein Zug, der den Haarbauern, den weißen Haarborn hier aufhält, damit er nicht bis nach H6 laufen kann, obwohl der Bauer noch auf H4 steht. Eine weitere Idee werden wir in der Partie sehen. Tatsächlich ist es so, dass G5 hier ein sehr interessanter Zug ist in vielen Varianten. Deswegen spielen die meisten auch H5 hier. Das habe ich auch analysiert in meinem Patreon-Beitrag. Und das ist auch der Zug, den Gawain Jones analysiert in seinem Buch äh, Coffeehouse Repertoire Volume Glaube ich, ist das ähm, für Quality Chess. Dort hat er nämlich diese Variante auch ausführlich analysiert, ähm, beziehungsweise die gesamte Vorstoßvariante. Maxima Schiller-Graf allerdings spielt nicht h 5 hier, er spielt A3, und das ist keine unübliche Idee. Man hat, es gibt einige Partien, ich habe natürlich zahlreiche Partien nachgespielt, so mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Hector-Variante und mit diesem Bauernopfer, und in vielen Partien. Spielt Weiß einfach Springer BD2 zum Beispiel und sagt: Ja, nimm raus auf C3, ist mir egal, dann gehe ich mit dem Springer nach B3 oder bekomme die offene B-Linie. Oder ähm, A3, ups, schau dir, A3 mit der Idee B4. Einfach ausbreiten am Damenflügel halt. Ne? Ähm, es gab hier eine Partie in der Praxis, die mit G5 weiterging, ist ähm, sehr, sehr kompliziert. Aber wählt wählte erst Turm C8. Er stellt erstmal den Turm auf die halboffene C-Linie. Absolut vernünftig. Weiter geht's mit B4. Logisch. A6. Lauter nützliche Züge. Verhindert B5. Deckt das Feld B5. Und hier dachte Maxim das erste Mal länger nach. Und nach 13 Minuten zog er hier Läufer B2. Sehr sinnvoll erscheint hier auch C4. Ist aber ein bisschen kompliziert. Müsste man tiefer rechnen. Aber Loffer B2 kam jetzt von MVL und hier waren beide Spiele natürlich in dieser hochtaktischen Stellung, in dieser hochkomplizierten Stellung, weil der schwarze König steht in der Mitte noch und das ist das Groß der große Nachteil von Schwarz. Seine Armee ist zweigeteilt, ne? der Turm auf A8, der andere Turm auf C8, der König in der Mitte. Es ist immer unangenehm, ähm, so eine Stellung zu spielen am Brett. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Solche Stellung mag ich auch gar nicht. Stockfisch sagt immer, das ist ungefähr ausgeglichen hier. Weiß hat Kompensation, aber ultra komplex halt alles, ne? Und Schwarz dachte jetzt hier 20 Minuten nach und spielte G5. Und das ist wirklich ein guter Zug. Und das passt hier auch rein. Warum? Linien öffnen gegen den weißen König. Und auch hier, MVL spielt nicht den besten Zug. Er deckt 15 Minuten nach und zog den Sprenger nach H2 zurück. Am besten ist wahrscheinlich H5 hier die Stellung geschlossen halten, droht auf D4 jetzt zu nehmen und eine andere Idee ist natürlich, den Springer über H2, G4 nach F6 zu überführen. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist natürlich H-Schlicht G5, HG5, Springer G5. Aber hier geht Springer Schlicht E5, Turm Schlicht E5, F6. Und Chaos. Und das ist völlig okay für Schwarz, aber ziemliches Chaos halt. Ne? Im Übrigen... Wie gesagt, D schlicht C3 die ganze Zeit nicht wirklich eine Option bei diesen Profis, weil dann kommt der Springer ins Spiel und dort möchte nicht, dass der Springer ins Spiel kommt. Ja? Vor allen Dingen ähm, Schwarz, das ist ja auch nur ein Tausch. Ne? Ne? Also er tauscht ja den Bauern gegen den Bauern. Und solange Weiß auf D4 nicht schlägt, kann es ihm ja egal sein, ob der Bauer da getauscht wird oder nicht. Okay, G5, stärkerer Zug. Jetzt spielte MVL Springer H2. Er möchte den Springer nach F6 überführen, das ist strategisch sehr, sehr logisch. Aber taktisch sagt Stockfisch hier, weißt du was? Nimm doch einfach auf H4 raus, öffne die G-Linie, stell deinen Turm auf G8 und dann greifst du auf der G-Linie an. Mit Gegenspiel. Aber spielt spielte Läufer G7. Verständlich, er entwickelt den Läufer, greift den E5 an. Springerhaft G4, deckt den Bauern und möchte Springer F6 Schach spielen eventuell. Jetzt geh schlicht auf 4 hier wäre Dame f3 sehr stark gewesen. Wir werden später sehen, warum. C schlicht d4 stattdessen. Und hier erstaunlicherweise nahm Schwarz nicht den bauern auf d4 raus. Man hätte hier einfach nehmen können. Springer schlicht d4 und es gibt eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht, so. Und das wäre ein sehr wichtiger Bauer gewesen. Das Beste, was die Engine anzeigt, ist sowas wie Springer c3 oder Springer d2. Aber nach Springer d2 gefällt mir Läufer b5 sehr gut. Mit der Idee, diesen starken Läufer abzutauschen. Stattdessen spielte Ponkatow hier H5 nach 23 Minuten nachdenken. Also er verbrauchte hier sehr, sehr viel Zeit, weil das ist ultra kompliziert. Springer F6 schafft natürlich, wir gehen nicht zurück. Läufer F6 ist schlicht F6, greift den Springer an und der muss jetzt zurück. Springer G8 greift den hier an. Springer G6 wäre auch möglich gewesen, aber Springer G8 ist noch ein Ticken logischer, um den F6 anzugreifen. Ja, und jetzt kommt Dame F3. Deckt den Bauern F6. Und hier wird klar, warum Dame F3 so ein starker Zug ist. Weil Springer schlägt D4, scheitert an Dame E3. Es ist ganz simpel, an dieser Fesselung. Und Weiß gewinnt hier eine Figur. Deswegen war Dame F3 zwei Züge vorher auch sehr, sehr stark. Ponklatow hier hätte er ja Dame D8 spielen müssen, um den Bauern F6 wenigstens zu bekommen. Auch wenn hier Weiß auf D5 schlägt. Um Springer vielleicht. Aber da wäre es nicht so klar gewesen. Stattdessen spielte der russische Großmeister Turm H6. Greift den Bauern so an. Jetzt kam Dame schlicht D5. Wir sehen die Öffnung der E-Linie, ganz wichtig, der König steht im Zentrum, wir schlagen den Bauern. Springer schlicht F6, Dame G5, Doppelangriff. Schwarz kann sich aber noch wehren mit Springer G4. Deckt den Turm. Springer C3. Jetzt hat weiß alle Figuren im Spiel. Naja, den Turm auf 1 nicht unbedingt. Aber der schwarze König, das ist das große Problem hier, das große Manko. Und materiell, der Bauer, den Schwarzmeer, das ist so irrelevant hier, das spielt überhaupt keine Rolle. Springer D5 ist hier eine Riesendrohung in der Stellung, mit Angriff auf, den, äh, auf die Dame. D5 ist eine, eine Riesendrohung, ja. Und Springer E4 übrigens auch, ne? wenn die Dame nach D4 geht und Springer D6 hier, ne ponkratow spielte Dame D8. Er wollte die Damen abtauschen. Und hier ähm, nahm Weiß das Angebot an. Er hat auch nicht wirklich eine Wahl. Er könnte Dame G8 Schach zu spielen. König E7, Dame D8, König D8. Das ist aber im Prinzip die gleiche Stellung wie in der Partie. Er nahm sofort raus. Hier hätte ponkratow mit dem Turm nehmen können. Deswegen war Dame G8 etwas präziser. Nahm aber mit dem König raus. Jetzt Springer E4. Und... Weiß steht inzwischen komplett auf Gewinn. Das ist ein bisschen verrückt. Materiell hat der Bauern mehr, ne? aber die Figuren stehen komplett hingewürfelt. Ähm, der Turm auf F6, total unharmonisch, ne? der Doppelbauer sehr schlecht. Sehr viele Löcher hier. Hier ist ein Loch, hier ist ein Loch, da ein schönes Feld ne? mit Angriff auf den Bauern F7 und Schwarz kann nicht mehr alles koordinieren. Ne? Das ist und Springer D6 droht ganz stark. Ne? Uh, Ponklatoff versuchte hier E5. Aber das ist schlecht. Ne? Es stellt eine Figur ein mit F3 hier. Greift den Springer an. Sehr, sehr starker Zug F3. Die Idee war, wenn er zurückgeht, kommt Springer D6. Und hier gewinnt ähm, Weiß auf jeden Fall eine Qualität. Nämlich den C8. Ne? Ja. Stattdessen probierte Ponkatov Springer schlicht D4, aber nach F schlicht G4, H schlicht G4, Springer G5 gab er schon auf. Nach 26 Zügen. Es droht hier ähm, erstmal die Gabel, der E5 fängt, weiß hat das Läuferpaar, super aktive Stellung, ähm, gab es für den russischen Großmeister hier keinen Grund weiterzuspielen. Ja, eine sehr schöne Partie, ähm, die auch deutlich macht, wie gefährlich ähm, diese Variante ist. Und ich habe inzwischen schon einige Partien gespielt, ähm, nachgespielt ähm, mit dieser Variante. Und... Ähm, ich kann euch echt empfehlen, euch die mal näher anzuschauen. Wie gesagt, Coffeehouse Repertoire Gawain Jones oder mein Patreon-Beitrag ähm, oder meine anderen Videos noch ne, von gestern oder das Video vom letzten Jahr. Für Vaschela Graf übrigens läuft es sehr gut äh, beim Grand Swiss Er führt das Turnier an mit 400 Pro 6 zusammen mit Alelisa Felusia, die übrigens beide für Felusia inzwischen auch für Frankreich und drei weiteren Großmeistern. Sehr interessant übrigens, Alexei Schiroff, der Altmeister, ist auch dabei. Unter den ersten fünf Spielern. Das wäre ja ein Ding, wenn der sich fürs Kandidatenturnier qualifizieren würde. Ja, fünf Runden sind noch zu spielen. Ich werde natürlich berichten. Ne? Natürlich auch gucken, was die deutschen Spieler machen. Checkt immer wieder meinen Kanal und checkt auch meine anderen Kanäle aus: The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Macht's gut. Ciao, ciao.